Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpros Flame Gamer mit einem Lawn Moaning Infernoid Deck. Deswegen auch 60 Karten. Ne, ist klar. Ja, Großspieler startend. Ich glaube, den können wir hier Norpen und für Monster Get wegtributen. Können wir's machen, will ich's nicht. Ja, gut, dann besteht natürlich die Gefahr, dass da der nächste Reaper rausspringt. Ja, gut. Warte, was haben wir alles im Extra-Deck? Was haben wir alles im Extra-Deck? Ja, alles Mögliche. Der spielt 5 Karten im Extra-Deck, also besteht. Aber wenigstens ein Rang 7er, dem. Wow. Wir haben halt echt nichts, was man basteln kann. Wir haben den Omega, den man basteln kann. Richtig, das ist die einzige Karte, die man first bauen soll, hat er gesagt. Der Mail. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir holen einfach den Patrouillier, oder? Dann holen wir den Patrouillier und tributen den weg. Und dafür wird der Ununku verbannt. Oder der Tonnen. Wir haben eh alles im Playset, ne? Ja, alles. Dann hätte ich den Ununku gesagt. Oder? Ja. Was soll darauf jetzt kommen? Keine Ahnung. GG. Doppel Slow Clap. Da hat einer auf jeden Fall das Spiel verstanden. Ja. Das dauert jetzt eine Weile. Da war ein Lawmowing. Ja, wie gesagt, das dauert jetzt eine Weile. Oh, nicht so lange, wie ich gedacht habe. GG. Der fertig gesagt. Ja. Aber GG. Ja, Effekt. Muss erst mal gucken, was für. Oha. Ja, dann würde ich alles drin. Ja, warte mal, was brauchen wir denn jetzt? Wir wollen eine Annullierung haben. Die Frage ist, ob wir Zauberfallen-Annullierung oder Monster-Annullierung? Ich wäre für Zauberfallen. Weil, nee, doch lieber Monster. Monster, dann ist es, glaube ich, die Viati, oder? Ja. Die Viati gewesen sein. Wenn diese Karte. Kannst du alle, ja, alle Zauberfallen zerstören, das heißt, er annulliert Monster. Richtig. Logik. Wo sind jetzt gerade alles weggeflogen? Aha, 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 okay. Hatten die Voidspells sich auch noch irgendeinen Effekt im Friedhof? Sehen wir dann ja. Okay, Nikolai. Jetzt bin ich mal gespannt. Galaxy Soldier, Blue Eyes. Warte, wir haben doch ein Infinity im Extra-Deck, oder? Ja. Ja, Hammer. Gut, dann annullieren wir das noch nicht, würde ich sagen. Nee, das ist noch voll okay. Weil er den zweiten Galaxy Soldier holt. Jetzt darf er sich erstmal einen suchen. Dann darf er den auch noch sogar beschwören, weil wir voll Knorke sind. Weit? Okay. Warte. Und jetzt cherryen wir ihm den Infinity aus dem Deck. Nein, jetzt cherryen wir ihm den. Doch, wir müssen ihm jetzt den Infinity aus dem Deck cherryen. Richtig. Weil der kommt jetzt uns einfach. Shit, jetzt weiß ich, ob es richtig gewesen wäre. Jo! Ja. Volltreffer. Ja, gut, das kannst du machen. Können wir eh nicht verhindern. Also, er hat jetzt jedes Synchro-Monster einmal im Extra-Deck noch. Also sprich, einen Spirit, einen Azure und einen, na, wie heißt er? Ich weiß auch, was richtig gewesen wäre. Richtig wäre es gewesen, ihm die Beschwörung vom zweiten Galaxy Soldier zu verhindern, damit er gar nicht erst das Exis-Monster bauen kann, ihm dann den Spirit Dragon aus dem Deck zu cherryen und dann in der Endphase den Stein zu nicken und dann in. Nee, der Stein wäre so oder so durchgegangen. Der wäre so und so durchgegangen. Ja, stimmt, dann nevermind. Nehme ich. So,
können Sachen machen. Ja, dann haben wir den, der mehr als 3000 Attack hat im Deck oder im Friedhof. Wir haben Seizimas, oder? Seizimas ist jetzt gut. Ja. Weil der latscht über den Nova drüber und banisht dann den Blue Eyes. Verbannen wir den Dekatron und den Antra. Ja. Wir sollen auch was holen, weil das nämlich nur Stufe 7 ist. Und Angriff. Wir können auch was holen, weil das nur Stufe 7 ist. Ja, dann holen wir noch was. Ich glaube, Deviati ist ganz stabil, einfach wegen dem Monster-Effekt-Block. Ja. Und dafür banischen wir den Antra, den Harmadic und den Patrouillier. Ja. Das Schöne ist natürlich, dass der Drache gebanished wird, hat er dann nicht mehr. Nein, nicht einketten. Wann darf er was verbannen? Ende der Battle Phase oder wann darf er? Mehr gleich. Ja. Genau. Nein, nichts einketten. Das ist echt so mit der unfairste Effekt, den dieses Deck zu bieten hat. Nicht Target verbannen. Ja, aber du musst halt vorher was im Kampf zerstören. Ja, schon, aber trotzdem, das ist so der unfairste Removal, den dieses Deck zu bieten hat. So. Leider, dass der intelligenterweise alles nur One-Off spielt, why ever, dürfte das ziemlich gelaufen sein. Oder mach gleich so viel. Ja gut, einfach rein, ne? Foolish heben wir uns auf, wenn wir was wirklich brauchen. Jetzt einfach während der Battlephase S gedrückt, das Ganze hier. Mhm. Das springt einem sonst so hart entgegen. Und irgendwann verdrückt man sich und kommt dann doch auf Angreifen. Aktivieren, meine ich ja. So. Okay, Nikolai, du hast noch diesen einen Zug. An dem kannst du nicht wirklich viel machen. Und wir mussten noch nicht mal Rasen mähen. Das ist richtig. Nicht, dass wir es gezogen hätten. Das ist noch harmlos. Stein verbannt sich für den Alternate, das war offensichtlich. So, was konnte denn nochmal? Ja, ne? Nein. Den einen Ort, der im Friedhof, ne? Ja. Ja, den hat er ja eh gezielt. Schön für dich, dass du ihn wieder auf die Hand nehmen möchtest, aber in Reaktion würden wir ihn gerne mal banischen. Jetzt aber! Warte, ist ja, der Blue Eyes. Das ist der normale Blue Eyes. Ja, natürlich. Muss er ja. Klar, kann ja nur normale Monster targeten. Ja gut, jetzt kann er über den Deviati drüber latschen. Der kommt im nächsten Zug einfach wieder. Dann kommt Onoko wieder. Stimmt. Deviati brauchen wir im nächsten Zug nicht. Habe ich noch der Hand einen Tondel und ein Seizimas. Antrag. Kommt jetzt Onoko? Wo ist er? Da. Verbanne. So war nicht denn. Dich habe ich doppelt. Dich braucht keine Sau. Und dann. Ja, der hier. Ja. Ja, der. So, wie der Effekt nochmal genau? Wir dürfen jetzt alle Monster auf dem Spielfeld über den Haufen schießen. Ja. Und Angriff tot? Das ist der Effekt, Weiler. Nee. War eine schöne Runde. Bisschen einseitig. Enter Scoop Face. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben zweimal den Onunku. Ach stimmt, von dem ist kein Playset drin. Und vom Deviati auch nicht. Mhm. Ansonsten haben wir dreimal den Atondel, dreimal den Seizimas, zweimal den Siet, zweimal den Piatti, dreimal Patrouillea, dreimal Harmadic, dreimal... Na, wie heißt es auf Englisch? Fuyusakura.
Auf Japanisch? Ja, Japanisch meine ich ja. Auf Englisch heißt er Ghost Reaper. Ja. Dreimal Antra, dreimal Dekatron und dreimal Pyrmais. Ein One-for-One, dreimal Rasenmähen. Ein Monstergate, ein Reasoning. Foolish, dreimal Into the Void. Dreimal Seher der Leere, dreimal Leeren. Imagination. Dreimal Verschwinden der Leere, dreimal Wahnsinn der Leere, dreimal Reinigung der Leere und dreimal Start aus der Leere. Extra Deck halt die ganzen Winter-Chair, Fuyu-Sakura-Targets und ein Omega. Ja, du hast gesagt, du hast ganz bewusst dich dagegen entschieden, die reine Rasenmäher-Variante zu spielen. Macht aber Sinn. Das hat einen Grund, warum die reine Rasenmäher-Variante beliebter ist. Ich meine, klar, wenn du die Variante spielen sollst, also wenn du unbedingt so spielen willst, dann warum nicht? Die leeren Fallen Zauberkarten sind lustig. Mehr Bock macht's auf die Art sicher. Kuribandit sollte man vielleicht aber reintun. Ja, Kuribandit ist schon ziemlich gut. Weil nicht, dass du auf die Normalbeschwörung angewiesen wärst oder so. Zum Glück nicht. Brauchst du genau fürs Monstergate. Das war's. Gut, und mal für einen Dekatron, den du blöderweise getopdeckt hast, aber... Du hast die Normalbeschwörung im Regelfall. Und ja. Ja. Spiel den Banditen. Genau. Und Into the Void ist so meh. Klar ist die Karte nicht schlecht. Aber dann fehlt mir der Upstart. Spricht tatsächlich nicht viel dafür, Into the Void dreimal zu spielen, aber keinen Upstart. Weil der eh Platz für den Hure Banditen schaffen musste, also da hast du einen Target. Gut, die Frage ist natürlich auch, ob man einfach stupide von jeder leeren Karte das Playset reinpackt. Ich meine, bei den Fanreads hat man sich jetzt zumindest ein paar Gedanken gemacht, was dreimal, was zweimal. Ich habe die Effekte leider nicht mehr alle im Kopf. Sie waren alle ganz lustig, manche waren sinnvoller, manche weniger. Die eher weniger zum Beispiel, der Wahnsinn der Leere. Den braucht man jetzt nicht unbedingt. Weil eigentlich rotierst du schnell genug durch. Also an dem Punkt, an dem du leeren Wahnsinn aktivieren kannst, naja. Es ist schon ganz nett, die Karte, aber man muss halt irgendwann Abstriche machen, wenn man schon 60 Kartendeck spielt, dann noch Karten hat, die reinsorten. Also eigentlich bin ich gerade die Madness noch ziemlich gut. Was nervt ist die, also die Purification ist einfach nur scheiße slow, die generiert Value über mehrere Züge und du willst nicht mehrere Züge spielen. Ja, die ist nicht gut, stimmt. Der Start. Ja, gut, wieso nicht? Dann das Vanish. Seine Karte abwerfen. Sucht. Regelmäßig. Der Lock ist wurscht. Ja, kann man machen. Imagination ist lustig. Irgendwas. Halt für Tierra. Ja, ja, stimmt. Gut, dreimal Seher kennen wir ja. Dreimal Seher ist klar. Ja gut, dann stimmt die Purification. Also tut die Purification aus. Nicht den Wahnsinn, die Purification. Die ist nicht gut. Oder nicht gut genug. Ja, an sich, das ganze Extra-Deck nur auf Hate auszulegen, ist theoretisch eine Sache, die man machen kann. Ich würde aber zumindest noch ein paar Generic-Synchros spielen. Also ich würde hier ein Crystal Wing raustun. Weil die meisten Decks keinen Crystal Wing bauen. Ja gut, wir haben gestern zwei in die Fresse bekommen, aber das mal nur so am Rande bemerkt. Ja, also ich würde trotzdem... Ja, aber das Problem ist, die Sache ist einfach, dass du durch den Crystal Wing sehr gut durchgrinden kannst. Richtig, weil Infernoid hat so viele Effekte, die kann der Crystal Wing nie im Leben mal annullieren. Ja, also ich würde Utopia Lightning raustun, Crystal Wing, Ignista... So ein rosa Ankotz Crystal Wing auch ist, der stellt für Infernoid 0,0 Threat dar. Ja, die meisten Decks bauen ihn halt über Zeug. Wenn du denen den Zeug rausschießt, dann reicht das eigentlich. Und wie gesagt, bei den Decks, die ihn so bauen, sagst du dir halt, und? Ja. Nicht, weil du nicht auf Monster-Effekte angewiesen bist, sondern einfach, weil du so viele aktivierst, da kommt der nicht hinterher. Also wie gesagt, schieß Crystal Wing raus, Ignista raus und Utopia Lightning raus, die drei. Und dafür kannst du Black Rose reintun, würde ich machen.
Noch eine 7er Xyz, der Dingens hier, wie heißt der? 7er Synchro meinst du? Ja. Den neuen Clearwing, glaube ich. Clearwing Speed. Guck mal schnell, wie der gleich wieder geheißen hat. Oder Turbo? Glasflügel Turbo, da hieß er, glaube ich. Ja, hat der irgendwelche bestimmten Requirements? Ah, Windmonster, nee, der geht nicht. Der hat dann den normalen. Die ganzen. Oh, der hat zwei Sprites. Der sieht cool aus. Den anderen kenne ich nicht mal. Also, normalen Clearwing, ein Black Rose und noch eine. Ein Scrap Archfiend. Stimmt. Heißt der so? Ja, Scrap Archfiend. Genau, der 7er ohne Effekt. Richtig, weil ohne Effekt heißt, zählt nicht für die Stufe der Infernoid-Beschränkung. Ja. Das Deck, so wie es ist, 12 Punkte. Ja. Und ihr braucht nicht in die Mails sowas reinschreiben wie, dass ihr gerne Verbesserungsvorschläge hättet. Wofür schickt ihr die Decks sonst ein? Ja. Soll natürlich nicht heißen, dass ihr euch jetzt einen Champion, den ihr gemacht habt oder so, macht sowas nicht, aber ihr braucht es nicht schreiben. Ich meine, aus keinem anderen Grund sendet ihr das Deck ja ein. Wenn ihr das Deck einsenden würdet und keine Verbesserungsvorschläge hören wolltet, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Nichts gegen Floskeln, aber wie auch immer. 12 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.